Zahnräder, die könnte ich natürlich dort aufproduzieren lassen, aber die habe ich jetzt hier noch in Hülle und Fülle. Das Ölthema war noch. Aber den gasbetriebenen Ofen. Den will ich noch abwarten, weil ich möchte sehen, was, wie ich da diese Erze verbrutzeln kann. Tja. Tschalalalala. Also, das Ganze ist der RFP-Mod, Random Factorio Plus Mod, oder wie ich ihn liebevoll nenne, Rafapu. Und ja, hier ist alles ziemlich zufällig. Die Rezepte, die Erze. Also, wo hatte ich ihn? Des Spielers. Nee. Wenn man es mal sucht. Hier. Des Wanderers schlafendes Bismutinit. Ne? Also auch diese Namen sind sehr zufällig. Den Mod findet ihr noch nicht in dem Moment, wo ich den Stream mache, weil noch in der Alpha-Version. Und das ist der erste sozusagen Sneak Peek in, oder wie man auch immer sagt, in diesem Mod. Von dem Macher Kintaro hat er mir erlaubt, das hier zu machen. Von daher gesehen, bin ich da glücklich drüber, dass ich das darf. Weil es ist schon ein bisschen Gehirnschmalzwindungen kostend, hier eine Möglichkeit zu finden. Vor allem, wenn dir nicht mal der Entwickler sagen kann, wie du es machen musst, weil das ja alles zufällig ist, die Rezepte und Co. Da ist man dann ein bisschen auf dem Schlauch stehend. So ein klein bisschen. Mach mal kurz noch eine Trinkpause. So, Trinkpause Ende. Guck hier nochmal. Wie sieht's hier aus? Jo. Alles easy. Wie sieht's eigentlich aus, wenn ich hier die Lampe anmache? Auch nicht so ganz prickelnd. Das ist so ja schon fast noch wieder angenehmer. Aha. Okay. Gut. So. Auf jeden Fall muss ich mir hier mal welche holen. Den Ziegelsteinen. Hat er zwei Kisten schon voll gemacht. Okay. Der Studenten einfaches Platin. Das hatte ich jetzt auch noch nicht gelesen. Ach cool. Der Studenten einfaches Platin. Und des Holzschnitzers brechendes Otavit. Ah, ich liebe diese. Schon alleine wegen diesen köstlichen Erznamen lohnt es sich, diesen Seed zu spielen. Also nicht Mod, also den, nicht den Seed, sondern den Mod, weil man immer verschiedene Namen hat. So, jetzt. Gib her. Wo ist es? Da ist es. Ich baue mir mal ein. Weil ich das hier mit drüben hinsetze. Kein Bauplan verfügbar. Keine Eingangsflüssigkeit. Okay.
Zum Beispiel hier auch das Solar, ne? Da bräuchte ich dann den Cadmium-Wechselschaltkreis. Müssen wir überlegen, jetzt hätte ich ja eine Idee, wie ich das baue. Aber ich habe halt den Schiss, dass ich hier im Zweifel überrannt werde. Deswegen müsste ich eigentlich die Schussstärke hochjagen, bevor ich hier irgendwas anderes mache. Diese Säule brauche ich gerade überhaupt noch nicht. Ja, Bergbauproduktivität. Das wäre auch nochmal so ein Ding. Hau ich rein. Danach nochmal die Wissenschaft des Schusses. So. Ja, schön. Da kann mir die Forschung also auch noch nichts bringen. Flickst und zugenäht. Ich muss mich echt um die Mauer kümmern. Deswegen, ich schnappe mir die Mauern. Wow, schön. Lauf rüber, schnapp mir ein bisschen Schuss, Magazin. Dann fahre ich da mit dem Auto hin und baue die Mauer. Was bringt's? Was soll's? Ist halt so. Ich habe schon 70.000 Schritt jetzt. Ein Schrittzähler, der funktioniert ja auch. Hier, da ist die Munition. Bin fast vorbeigelaufen, ey. Na, das sieht doch schon mal ganz nett aus. Auto. Ja, ich fahre erstmal so versuchend an den Strommasten entlang zu angeln. Stück weiter. Hier wäre es gut, oder? Nee, Doppelmauer will ich noch nicht, weil ich noch nicht mal weiß, ob ich es mit einer Mauer hier schaffe. Ah, das ist zum Beispiel kleiner Beißer.
Hoffentlich greifen die mich jetzt nicht an. Ich bin ganz lieb. Ich bin ganz lieb. Das bringt mir nichts. Muss noch ein Stück runter. Hier könnte ich jetzt rüber. Unter dem. Das ist eigentlich ganz gut machbar. So. Das hat ja sogar gereicht. Die erste Mauer hier. Die zu schützen, wird auch erstmal noch eine Aufgabe. Ich muss da mit dem Zug hin. Das bringt einfach nichts, da nicht mit dem Zug hinzufahren. Und dann dort Munition abliefern. Das anderes bleibt nicht. Irre. Das wird ein Spektakel. Aber ich wüsste jetzt sonst nicht, wie anders. Das hier fein ist, okay. Das wandernde Schlaffenden, okay. Mieterz und das Riesenkohlelager. Das ist natürlich nochmal so ein Ding, das hätte schon was. So, das hier bauen wir jetzt erstmal ab. Weil hier will ich die Zugstation hinbauen. Können wir direkt hier das hinbauen? Ja. Das heißt, hier auch wieder mit so einem Gleis, wo der Zug hin und her fahren kann. Anders brauche ich es hier wirklich nicht. Verteidigung. Dann mache ich hier V für Verteidigung. Und das ist Ost. Ost, Nord. Und wenn möglich, will ich das hier einfach gerade rüberziehen. Dann werde ich sehen, wo ich die Munition eingeben kann in den Zug. Also das wird noch mal
kommt auch relativ gut dahin. Mit nur gerade Strecke. So, die beschädigten Dinger, die sehen immer scheibenkleistermäßig aus, deswegen baue ich sie jetzt schon ab. Da ist noch einer versteckt. So, den Rest wieder abbauen hier. Ich will das nicht, dass solche Balken da in der Landschaft rumhängen. So. Das heißt auch hier den. Und hier. Basis Muni aus. So, was fehlt mir hier? Motoreneinheiten, um den zweiten zu bauen. Da brauche ich ja eigentlich auch bloß einen Wagen, ne? Der voll wird, ist auch nur so ein Ding. Ich muss erst mal ausladen. Das ist so. Kobit habe ich diesmal nicht. Aber ich habe das hier. So. Ich habe doch einen Ton. Ach so, ja, ich konnte sie nicht einladen, weil ich voll war. Genau. Ist auch die Frage, wie ich dort wieder die Kohle hinbringe.
Also die Betankung des Zuges. Na gut. Die Eisenplatten, die kann ich ja fortnehmen. Aber hier, doch hier, den Kohle, ne, ist doch ganz alles easy. So. Zack, zack. Das haben wir genug, genau. Wo habe ich denn den Wagen da? Tja. Ich glaube, es ist doch besser, da noch einen zweiten Wagen ranzuhängen. Ich glaube, dann haben wir ein einheitliches System. So. Jo, dazu brauche ich natürlich dann erstmal Schwefel. Das wird ein Bau, diese blaue Dinger zu kriegen. Das wird wahrscheinlich nicht mehr heute werden. Bin ja gespannt, ob dein Kintaro noch auftaucht. Dieses Konstrukt hier werde ich noch höher nach oben bauen müssen.
Okay. Platten sind leer. So, jetzt habe ich erstmal wieder ein paar. Denn das und das. Zack, 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 zack. So. Wenn, dann ist das ja dann so. Und ich kann hier das schon mal so beschleunigen. Laufen wir zurück, holen uns ein bisschen Eisenplatten. Aber vorher muss ich hier noch was fertig bauen, sehe ich gerade. So. Damit er dann auch getankt abdampfen kann. Und ich muss mir die großen Strommasten nehmen. Und die mittleren. Denn jetzt kann ich das machen und das machen. So. Eisenplatten wollte ich mir nehmen. Dum, 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 dum.